Herzlich willkommen, Dr. Anne Busch aus dem Universitätsklinikum Tübingen, Chefapothekerin dort. Jetzt haben wir das Problem, dass das quasi, wenn ich es recht verstanden habe, alle Zellen, die sich schnell teilen oder an verschiedenen Zellteilungsmomenten setzen die Medikamente an. Warum verwendet man denn solche unterschiedlichen Medikamente? Genau, da gibt es sozusagen diese Lock-Cell-Kill-Hypothese, die halt besagt, dass die Zellen nicht alle auf einmal in einem Stadium sind. Ne? Die sind natürlich in verschiedenen Stadien der Zellteilung. Das heißt, du musst natürlich auch entweder verschiedene Stoffe anwenden, ja, oder man macht halt verschiedene Zyklen. Ne? Also das heißt, die Tumortherapie geht über mehrere Monate zum Beispiel, dass du alle 2, alle 3 oder alle 6 Wochen einen zytostatischen Stoff bekommst und dadurch natürlich die Zellteilung vermindert wird und dann auch alle Zellen sozusagen in dem Bereich dann auch ergriffen werden und der Tumor dann vernichtet werden kann. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Medikamente greifen ja alle in der Zellteilung ein. Treffen die vorwiegend den Tumor? Treffen die alle Zellen? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, das ist ja das Problem oder sozusagen, das machen die Nebenwirkungen aus, ja, bei der Chemotherapie, weil es natürlich auch Zellen trifft, die sich schnell teilen können. Also zum Beispiel Haarzellen, ja, auch Fingernägel zum Beispiel oder Hautzellen, die werden zum Beispiel dort auch angegriffen, was zu diesem Nebenwirkungspotenzial führt. Ne? Also zum Beispiel zur Mucositis, Stomatitis, das heißt die Mundschleimhaut, Hautentzündung, die hervorgerufen wird, das ist natürlich ein Nebenwirkungsspektrum, was während der Chemotherapie anhält und natürlich auch so lange, wie die Heilungsphase dieser Zellen ist. Ja.